Wir haben jetzt auf der Berlinale mit 2040 und Earth zwei Filme, die sich kritisch mit dem Klimawandel auseinandersetzen. Trotzdem sind aber solche Filme, sage ich mal, in der Filmindustrie noch sehr unterrepräsentiert. Auch wenn man nach Hollywood guckt, man hat die klassischen Blockbuster mit Geostorm, da geht es mehr so um Action und Spannung. Aber so sich wirklich mal mit der Thematik auseinandersetzen, Klimawandel, das fehlt noch. Warum ist das so? Naja, generell ist es so, dass Themenfilme natürlich sowieso nicht so gut funktionieren. Also man kann natürlich einen Dokumentarfilm zum Beispiel machen, da gibt es ja schon auch einiges. Aber wenn man jetzt von fiktionalen Filmen spricht, dann ist es so, dass man das Publikum im Prinzip immer über Charaktererzählungen kriegt und weniger über das Thema. Also man geht nicht in einen Film Klimakatastrophe oder so. Das macht man dann tatsächlich als Liebhaber von Katastrophenfilmen. Aber insofern gibt es eigentlich mehr, sage ich mal, Figuren, die sich mit sowas beschäftigen. Das gibt es dann schon. Also wenn man genau guckt, auch in Serien heute, in den Streamingdiensten und so, gibt es natürlich schon Themen, die auf Umwegen damit umgehen. Also sowas wie zum Beispiel Horrorgenres eben oder Katastrophenfilme oder so, die behandeln ja im Prinzip solche Themen dann letztendlich auch, aber symbolisch. Wie wichtig ist es denn jetzt eigentlich, dass Zeiten, wo jetzt der Klimawandel doch deutlich zu spüren ist, auch, sage ich mal, Kunstschaffende, jetzt auch, sage ich mal, Leute, die Filme herstellen, sich jetzt dieser Thematik Klimawandel wirklich annehmen und wirklich kritisch Filme dazu produzieren? Naja, es ist, sage ich mal, wie alle gesellschaftlichen Filme extrem wichtig im Prinzip, dass man das macht. Ich glaube, es ist auch eine Generationenfrage. Also ich, witzigerweise ist es so, es gab in den 70er Jahren schon mal so einen Film wie Smog im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, was natürlich, da hat man nicht von Klimawandel gesprochen, ne? Aber es war halt Luftverschmutzung durch Verbrennungsmotoren oder so, war schon in Verbindung damit Ölkrise, Verbrauch von Ressourcen und so, gibt es das Thema eigentlich ja schon lange. Und dieser Bericht auch von Club of Rome oder so, und es gibt immer bestimmte Wellen. Also in meiner Generation gab es eine sehr starke Auseinandersetzung eigentlich schon damit, wie eben der Zusammenhang zwischen Ökonomie zum Beispiel funktioniert und eben was Ausbeutung von Natur zum Beispiel ist, ne, was ja quasi auf Umwegen auch damit zu tun hat. Also ich weiß, dass also bei meinen Studenten zum Beispiel eine ganze Reihe sich damit beschäftigt. Also wir haben in Babelsberg beispielsweise auch eine VR-Produktion, also virtuelle Realität, wo es dann mehr so um Thema Plastikverschmutzung der Meere geht und so. Aber da spielt natürlich dieses Thema Klimawandel dann überall mit rein. Und interessanterweise kann man sagen, das ist eigentlich mehr im Internet präsent zum Beispiel. Also es gibt viele Blogs oder kleine Filme dazu und auch Webseiten von Leuten, auch von Wissenschaftlern, Wissenschaftlerinnen, die teilweise heutzutage auch mehr medial arbeiten. Also die versuchen, das Ganze auch, sage ich mal, mit so einem bestimmten Spaßfaktor zu versehen. Das ist immer schwierig. Leute haben halt jetzt gerade in der Fiktion selten Lust, einen schwerfälligen Film über was zu sehen, was sie eigentlich kapieren. Das Problem ist ja, wenn ich sage Klimawandel, wir haben ein Problem damit und ein Film fängt damit an, dann ist der Film eigentlich fertig. Und Film arbeitet ja immer damit, dass wir Zuschauer in etwas reinziehen, meistens über eine Figur halt, also über was sehr privates Thema und dann Stück für Stück sozusagen oder gewissermaßen parallel dazu dann eben das andere Thema da mit einflechten. Und das ist relativ komplex, das so zu machen, also weil Film eben sehr stark aus Figuren erzählen besteht. Also insofern glaube ich aber, dass neue Generationen, die jetzt mehr damit aufwachsen, für die das, glaube ich, auch natürlich in ihrem Privatleben von vornherein immer eine Rolle gespielt hat. Ist jetzt bei mir zum Beispiel noch eher eine Ausnahme gewesen. Aber heute ist es also ein bisschen Common Sense. Also von daher gehe ich davon aus, dass da von sich aus viel mehr Interesse und Druck kommt. Und was man versuchen muss, ist natürlich sowas wie öffentlich-rechtliches Fernsehen aufmerksam machen. Die machen sehr viel im Wissenschafts- oder Doku-Bereich, vertrauen aber da der Fiktion nicht. Die Fiktion ist dann immer eher Unterhaltung, aber natürlich kann man das verbinden. Was sind jetzt, sage ich mal, die Besonderheiten bei solchem Filmdreh, der sich besonders auf Klimakatastrophen oder auch globale Erwärmung spezialisiert? Weil die Leute vor Ort, die diesen Film drehen, die gehen ja auch vielleicht immer auf die Menschen ein, wie die davon betroffen sind. Stilistisch, was sind da so Besonderheiten bei dem Dreh? Frage ist generell, wie will man das ästhetisch darstellen, Klimawandel? Ne? Was bedeutet das? Ist das Schnee überall oder ist es überall nur Wüste? Ja, kann man natürlich machen. Das heißt, man geht wahrscheinlich in die Extreme, wenn man Auswirkungen zum Beispiel beschreiben oder zeigen will.
Dokumentarfilm heißt natürlich überall hinreisen, gucken, und es ist teilweise eben auch ein relativ großer Aufwand, wenn man jetzt tatsächlich mit Auswirkungen arbeiten will. Es gibt ja ganz kleine Filme. Es gibt zum Beispiel in Black Mirror so eine Folge, wo es um das Bienensterben geht, ne? Also wo dann aber umgekehrt versucht wird, es ist halt ein futuristischer Film, kleine Bienen zu bauen, die das ersetzen, also das Bestäuben der Pflanzen auch übernehmen. Das ist natürlich komplex. Es ist schwieriger herzustellen, weil man eben doch eher mit solchen Elementen dann arbeitet, die einen größeren Aufwand bedeuten. Und abschließende Frage nochmal. Die Filme, die dann über die Leinwand an sich laufen, haben die so die Möglichkeiten, Impact auf die Menschen auszuüben, auch die eigene Lebensweise zu überdenken, wenn man guckt, okay, jetzt benutze ich nicht mehr so viel Plastikprodukte etc. etc.? Definitiv. Also witzigerweise, ich habe gerade einen Film gesehen, es ist eigentlich ein Musikfilm gewesen über PJ Harvey, die aber beschreibt, wie sie zu ihren Songs kommt und so in der Welt rumfährt, in Afghanistan ist und weiß ich wo. Ich selbst war zum Beispiel vor 2 Jahren in Afrika, in Nairobi, und wenn man da die Berge von Plastik zum Beispiel sieht, die da rumfliegen, das ist einfach eindrücklich, ne? Also insofern kann man da schon allein, sag ich mal, durch eine Bildsprache was machen. Das ist aber tatsächlich immer eher dieser dokumentarische Aspekt. Es gibt so eine Sache, das ist eben eher typisch fiktionaler Film oder Spielfilm. Ich habe einen Birnenbaum im Garten und da ist irgendwann so eine Plastikplane reingeflogen. Und es hat einfach wahnsinnig lange gedauert, diese Teile da überhaupt wieder rauszufusseln. Ich weiß nicht, wahrscheinlich hängen heute noch irgendwo welche drin. Das ist unheimlich nervig, aber das ist auch ein komisches Element, ne? Wenn man jemanden beschreibt, der eigentlich alles ordentlich halten will, der einen schönen Garten hat oder so. Überhaupt Gärtnerfilme sind für sowas wahrscheinlich ganz gut geeignet und sowas feststellt. Also es gibt ein paar ganz schöne Filme natürlich auch mittlerweile zu dem Thema, die wirklich eher einen Gärtner erzählen. Schicksal eines Gärtners oder die Geschichte der Biene zum Beispiel. Es gibt jetzt auch ein paar Romane dazu, ich mir vorstellen kann, dass die auch verfilmt werden, die dann oft 3 Zeiten nebeneinander stellen. Vielen Dank, Henning, für das Interview. Thank you.